Um einen Eindruck festzuhalten, muss man erst mal richtig hinschauen. Herzlich willkommen bei Blickwechsel im Belvedere mit Anna Stanker und Angelika Katzelberger. Heute begeben wir uns in einen wunderschönen Garten, den Garten von Claude Monet. Er selber sagte, es ist sein schönstes Meisterwerk. Und in Giverny, sein Anwesen, das er über 3 Jahrzehnte lang erweitert hat, entsteht dieses Bild 1902. Also ich sehe in diesem Bild überhaupt keine Formen, sondern das ganze Bild besteht eigentlich nur aus Farben. Und die Impressionisten, die haben sich doch sehr intensiv mit den Farben auseinandergesetzt und haben ja geschaut, wie 2 verschiedene Farben miteinander harmonieren, ob sie in Konkurrenz treten oder sich gegenseitig verstärken. Und der Monet, der hat in seinem Garten zum Beispiel so rechteckige Beete angelegt, sogenannte Malkastenbeete. Da hat er Pflanzen eingesetzt, die in unterschiedlichen Farben blühen. Und so hat er eben geschaut, wie Farbwirkung funktioniert. Ich würde fast sagen, dass für den Monet sein Garten wie eine Leinwand war, wo er mit den Farben experimentiert und komponiert hat. Ja, sehr interessanter Ansatz und das sieht man ja hier auch sehr schön, weil das ist jetzt der Weg, der große Weg zu seinem Wohnhaus. Das sieht man hier, kannst du die Treppe erkennen, ja, und die Tür ganz leicht zu erkennen. Und so wie er die Farben eingesetzt hat, entspricht es eben auch sehr gut den neuesten Farbtheorien damals, nämlich mit den Primärfarben und dem Komplementärkontrast. Das wäre jetzt in der vordersten Reihe, wäre das die rot-orange Kapuzinerkresse, darüber ist die violette, sind die violetten Astern, beziehungsweise in dritter Reihe dann die rot-weiß-roten Dahlien und rot-grün und violett-orange, das ist genau dieser Komplementärkontrast, der die Farben verstärkt. Aber was ich ja das eigentlich wirklich Beeindruckendste in diesem Bild finde, das ist das Licht. Da müsste man eigentlich ein paar Meter weiter weggehen, dass man das richtig gut sieht. Aber es ist, ich nehme mal an, nach den Pflanzen zu schließen, wie du gesagt hast, ein Spätsommer, also es ist im Spätsommer und ja, wahrscheinlich so kurz nach Mittag und man sieht richtig, wie hier dieses Sonnenlicht durch die Bäume durchstrahlt und eine ganz fantastische Atmosphäre hier schafft. Genau, und das ist eben auch diese Atmosphäre und diese bestimmte Lichtsituation, die du ablesen kannst, das stimmt, das ist, war das Schwierigste überhaupt. Das wollte der Monet, das war etwas fast Unmögliches und dem ist aber auch die Malweise geschuldet. Deswegen nur kleine Tupfen, ganz winzige Pinselstriche und die ganz schnell und spontan, damit eben dieser flüchtige Eindruck entsteht. Und wie die Impression, der Eindruck eben sagt, es ist wirklich etwas, was die Leute damals nicht verstanden haben, so eine schnelle Malweise, für die hat das eben unfertig ausgesehen. Um einen Eindruck festzuhalten, muss man erst mal richtig hinschauen. Und der Monet hat das gemacht, hat richtig hingeschaut und hat festgestellt, dass im Schatten eigentlich viele Farben vorkommen. Also wir alle haben wahrscheinlich, oder viele von uns, haben den Schatten als graues Bild im Kopf. Und hier sehen wir, dass so viele verschiedene Farben vorkommen. Blau sehe ich da, grün zum Beispiel und rosa. Und ich denke, das ist etwas, das man auch gut auf die Gegenwart und auf uns übertragen kann, weil wir alle haben Bilder im Kopf festgeschrieben, Meinungen, Vorurteile. Und ich denke, dass sich es auch da lohnt, hin und wieder mal hinzublicken und diese festgeschriebenen Bilder zu hinterfragen. Genau, also so kann eben in der Kunstbetrachtung, im genauen Hinschauen, eröffnen sich neue Sichtweisen und sicher auch im Leben, so wie du gemeint hast. Was ist eure Sichtweise? Bis zum nächsten Blickwechsel im Belvedere.